Ja, weiter geht's. Schnell noch ein Paket aufmachen. Der böse Scherenmann. Lass Pakete an meine Schere ran. Komm, wollen wir mal so ein großes? Ja, komm. Komm, das große will ich mal. Oh, wir haben so... Oh. Ein sehr großes ist allein das Porto, Leute. Das ist doch... Von Carlotta. Carlotta aus Berlin. Aus Berlin. Man weiß gar nicht genau, wie das gedacht ist. Ich hoffe, dass es ungefähr so gedacht ist. Ja, man muss aufpassen, dass man nichts kaputt macht, ne? Ja. Wenn man sowas... Ja, wenn man nicht genau erkennen kann, wo die Ratschkante ist. Mal gefährlich mit so einem Teppichcutter das Innere da beschädigt. Ja, aber ich glaube, wir sind hier nur an der Oberfläche, am Packzettel. Ja, sehr gut. Ah, so. Könnte ein Computer drin sein, so großes. Ja, ein bisschen leicht. Das ist dann eher... Na komm, so, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, danke, Carlotta. Oh, schöne Beipackzettel. Hallo, Emma Denzelin. Ich freue mich auf weitere epische Folgen knallhart durchgenommen mit euch. Liebe Grüße, Carlotta. Oh, 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 oh. Geiles Bild. Incoming. Aus einem Raucherhaushalt. Ja. Ich dachte, das wärst du, ehrlich gesagt. So. Ach, das ist ja geil. Okay, jetzt müssen wir natürlich... Ich muss auf den letzten Metern, genau. Das sieht aus, als wäre es zerbrechlich, ne? Ich will auch nicht dafür ver... Oh, ja. Ein Gemälde. Oh. Willst du mal rausziehen? Oder? Drehen? Wahnsinn, ja, warte, ich will ihm die Schere. Guckt euch das mal an. So, ich gehe jetzt mal... Das ist ja geil auch. Also man sieht es, ne? Es ist hier ein Ritter und es ist die Kathedrale und es ist der altbekannte... Nichts vergessen, deswegen checke ich hier nochmal. Der altbekannte Dancer. Ja? Ich sehe da nichts mehr drin. Den Zettel haben wir ja auch von Carlotta. Also ich glaub, geil. Das ist... Ja, das ist der Dancer auf the Blabla. Oh ja, das ist der Techno-Dancer. Schon. Und geil. Das ist sogar original. Ja, stimmt, mit dem roten Bart. Man erkennt sofort. Ich halte es euch nochmal hin, weil wir jetzt schon drüber geredet haben. Ist wirklich, ich wollte nochmal refreshed werden, wo wir her. Wow. Ich mache viel zu viel Englisch. Und hinten mit dem Feuer, wir kämpfen da tatsächlich in dem richtigen Level da, wo hinten alles brennt. Und das ist auch die richtige Waffe, ne? Ach, ihr wart ja da schon mal drin und habt den versucht, ne? Oder irgendwie mal. Genau, mit dem abzuchecken. Das ist ja super. Geil, Carlotta, vielen, vielen Dank. Sehr hübsch. Das ist echt sehr, das hat hier auch ein Sign ja da. Ja. Ist original Carlotta. Original Carlotta. Wahnsinn. War gut. Ich kann überhaupt nichts. Ich bin so unbegabt, was sowas angeht. ja. Okay, vielen Dank, liebe Carlotta. Ja, hast du das nicht durch mal rein? Einen geilen Scheiß. Da kann nichts passieren. Okay, so weiter geht's. Machen wir weiter. In deinem schönen. Wie soll man sagen? Ich gewöhne mich langsam an die Rolle des Beifahrers, sagen wir mal so. Du machst es halt auch einfach sehr gut. Ja, aber was soll ich auch machen? Nein, ist alles wunderbar. Und man kann ja nicht sagen, das liegt an deiner defensiven Spielweise, dass du hier so lange überlebst. Ja, die hatte ich in den anderen knallhart durchgenommen Teilen häufig, dass ich mich in einem Schild versteckt habe. Und da hast du, das war doch bestimmt für Herrn Gardet teilweise. Ja, sagen wir mal, hat seine Ungeduld nicht gerade weniger gemacht. Ja, die Situation gab es tatsächlich, ja. Okay. Ja, auf engem Raum. Nein! Ah. So. Da fängt sie an zu singen, Diggle Lady. Für sich selbst. Fat Lady sings. So, da vorne ist noch so ein Fatzke. Oh, das sind zwei. Was macht dieses? Was du? Das sind die Anti-Heil-Dinger. Jetzt kann ich keine, siehst du? Ah, okay. Geht nicht. Verdammt. So, jetzt sind wir hier. Ist hier noch ein Secret oder so? Ich glaube, hier ist nichts. Ne? Kann man hier mal. Ah, das ist das Ding. Mhm. Ah, das ist so klasse, wie das. Diese Zusammenhänge. Das ist theoretisch, wenn wir hier runter droppen, können wir, weil da vorne ist ja ein Shortcut. Du meinst den verfrüht? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich wird es einen anderen Weg geben, aber später bei Speedruns wäre das eine potenzielle Stelle, wo man abkürzen könnte. Wahrscheinlich kürzen sie vorher schon irgendwas ab, aber
So, jetzt gehen wir erstmal zu dem hier. Und ich weiß immer noch nicht, warum das fucking leuchtet rechts oben, das eben links oben. Das ja. blinkt so. Ich glaube, es hat mit Hollowing zu tun. Ja, aber es kann sein. Aber ich habe vorhin kurz gedacht, ob es damit zu tun hat, ob du lebst oder nicht. Aber hat es eben nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Oh, 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 in der Falle der Kapuzen. Ja, die ganze Falle. Ne? Ja, jetzt kann Falschgeiz machen, weil ich einfach den sie dann angefahren. Opsa. Oh, der hat immer nicht viel abgezogen. Nee. Guck mal, da habe ich viel verbraucht. Das war, ja gut, das sind ja klassische Fallen. Ne? Insofern. Ich glaube, hier sind noch mehr. Ja, die hängen halt, genau. Boah, ich will sein Schwert haben. Ja, das ist echt. Was wird echt? Das ist okay. Hopp. Da lobe ich mir meinen Zauberer, der natürlich dann einfach mit einem kleinen Lockspruch, der nicht viel FP abzieht, die mal eben kurz nach unten holt. Finde ich gut. So, was ist hier? Geht's hoch? Jo, da lauern sie doch schon, die kleinen Pansen. Ah nee, die sind alle schon runtergesprungen, ne? Genau. Aber du kannst natürlich von hier, aber du kannst doch was kann all ich von in hier? Gehen. Soll ich? Was soll ich hier? Nee, du könntest von da oben, glaube ich, den einen anlocken, oder nicht? Die da? Ist da nicht noch irgendjemand da drin? Ein Patrouillengänger? Ja, da sind zwei böse Typen, die da kommen. Aber hier oben geht es ja auch noch weiter, ne? Da wollen wir. Kommen wir da jetzt schon? Doch, stimmt, da kommen wir doch schon. Da kommen wir gleich hin, das dauert noch einen Moment. Okay, also erstmal machen wir hier die Jungs tot. Aufladen reicht. Den. Ich gehe da nicht rein, weil Colin gerade schon gesagt hat, da ist ein Patrouillengänger. Ja, wenn es geklappt hätte, hätte ich gedacht, gut getimed, aber. Ach, ist das schön. Ja, ehrlich, ich will die Schießbude. Ach, komm her, du Fucker! Die sehen auch schäbig aus. Ich will den aufladen, merkst du, wie ich ihn nicht hinkriege. Wenn das mit dem Aufladen, das ist der geilste Move, wenn das klappt. Ne? Dieses Warten und dann, aber wenn es klappt, dann ist es der schönste Plan. Boah, da habe ich aber verloren. Und da ist hier sein Kumpel, den wir gleich nochmal. Hey, warte, Junge. Wenn du schon da bist. Ja. Aufladen und das ist ein ganz guter Move, ne? Ja, sehr gut. Der ist eine sehr gute Kombi. Aber der hat sich hier schnell erholt. Insofern liegt hier noch was? Jetzt seht ihr da nicht. Hier liegt nichts, ne? Oder? Nee, ist da hinten? Nee, hinter dir ist da nicht noch irgendwas? Also ich weiß ja, da wurde gerade. Guck dir gleich mal, ich muss ja jetzt eh vor den Flüchten. Nee, hier ist nix. Da kannst du auch nicht runterfallen, ne? Oder hier doch? Ist auch nix. Da ist auch mal nichts. Nee, hier kann man diesen überall. Ja. Rehlingen. Geländer, Relings, Relunken. Regalen sozusagen. Hm. Jetzt sind wir hier. Oh, guck mal, der da. Hier vorne ist ein bisschen tricky, deswegen nehme ich vorher nochmal einen Schluck. Ich habe letztes Mal überlegt, als ich hier war, wenn man die Typen, die explodieren, hier hinziehen könnte, dass sie da hinten, weißt du? Das wäre eigentlich ganz lustig. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Ich habe gerade überlegt, warum. Die werden ja darüber sowas diskutieren, wie man solche Gegner macht. Ob man die leichter macht, schwerer, was die machen sollen. Und ich würde gerne wissen, warum die so einfach gemacht haben. Die sind einfach schon sehr überhaupt gleich. Also deutlich entschärft. Bei den anderen, da musste man ja manchmal so richtig so Angst haben, dass die eigentlich irgendwo auf dem letzten Meter mitmachen nehmen. Und bei denen hier die. Das heißt. Knapp, aber trotzdem keinen Schaden gekriegt. Mhm. Ich glaube, da lauert noch einer. Deswegen gehe ich da jetzt nicht rein, sondern hole ihn. Deswegen kommt er, glaube ich, auch nicht raus. Das haben die alles schon extra so programmiert. Junge, komm mal her. Ja, wenn du ein Holzschild hast, brauchst du von der Brandbombe keine Angst haben. Ja. Hat's ja gelohnt. Ja. Ey, er hat nämlich eine Axt.
Zugänge. Schon wieder einen mitgenommen. Mhm. Ember. Mehr ist hier nicht. Und die haben mich ja so angebetet, das Ding, ne? Man denkt, es ist was Besonderes, aber die sind überall, diese Figuren. Und ich habe hier nichts Besonderes entdecken können. Stattdessen gehen wir jetzt hier mit unserer letzten Flasche hinein in dieses riesige Gebäude, was wir vor einer halben Stunde gesehen haben, die ganze Zeit nur drum rumgetanzt. Herrlich, das ist ein geiles Gebäude. Das ist echt super. Der Weg ins Gebäude ist schon cool. Ja, ne? Das ist cool. Endlich kommt man rein. Aber auch nicht richtig. Nur hier an diese Reling erstmal. Ey, ich will da unten rein. Hm. Geil. Ja, da haben sie richtig so. Ich meine, jeder erinnert sich in Anno Londo noch an die geile Kathedrale, ne? Ja. Und das ist halt hier so die 2.0-Variante, so ein bisschen davon, finde ich. Ach hier, da gehe ich gerne so lang. Ja, Fackel. Weil wenn du mit Schwert machst, knallst du zum einen die Wand, machst auch nicht so viel Schaden. Und mit Fackel gehen die ganz gut. Mhm, ja gut, hättest natürlich jetzt spießen können, ne? R2 hätte jetzt... Ja, das hätte aber länger gedauert, weil spießen, das ist ja ewig lange. Ja. Und da schlage ich dreimal mit der Fackel. Oder 8. Aber ich verstehe deinen Punkt. Kann man das wenigstens mal benutzen. Oh, guck mal hier. Das ist so geil, dass die rote Augen haben. Das macht die Elfen einfach noch... Auch wenn sie nicht wirklich todesgefährlich sind, aber sie sehen dadurch einfach nochmal so fieser aus. Das war der Typen Toad. Den haben wir hier und da. Das sieht doch nach einer Abkürzung aus und das sieht aus wie... Uiuiui, da kommt er nämlich. Bevor wir hier lang gehen. Ja, mach du erstmal die Abkürzung. Machen wir hier diese Abkürzung auf, weil der ist echt übel und fett. Also runter hier oder hoch. Runter. Schwuppsiwupps. Abkürzung. Wobei. Wo sind wir hier? Ah. Voltaria. Tür. Wun. Wun. Es ist einfach nur Wun. Ja, und das ist unser Bonfire endlich wieder. Ja. So. Ausgezeichnet. Feiere Link. Ach, guck mal, so viele Leute, die ihre Hilfe anbieten. Ja. Das ist ja nett, aber macht man ja nicht. Also, nee. Oder? Ne? Macht man nicht? Das ist so, habe ich schon richtig verstanden. Ne? Macht man nicht. Hilfe nehmen. Ja, ich finde, es kann ja manchmal ganz schön sein, einfach so mit anderen Leuten. Aber ja, klar, das Problem ist, dass halt einfach häufig Leute dabei sind, die irgendwelche. Die machen sich dann die beste Kombination im Spiel, die sie im Internet gelesen haben, und gehen dann mit irgendeinem Schwert durch, räumen die alle rum und du kannst hinterherlaufen. Und dann, das ist häufig auch bei Bossen dann manchmal. Kommen die rein, machen zup, 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 der Boss ist tot. Und irgendwie. Ja. Verpasst du denn eventuell das, auch das eine oder andere? Ist halt einfach auch eine persönliche Sache. Ich mag keine Hilfe. Ich biete sie gerne an, helfe gerne bei Bossen, aber ich will das alleine spielen. Ja. Also es ist eigentlich auch mein Anspruch, hier den Boss eben einmal alleine zu legen. Das erste Mal und dann mal gucken. Aber das Helfen ist, finde ich, schön. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die das Balancing hier besser als in anderen Teilen hinbekommen haben. Also dass wirklich diese Anpassung von Leveln und die Stärke von Bossgegnern, das so richtige, so wie du es gerade sagtest, du stellst dich einfach in die Ecke und guckst zu und lass die anderen mal machen, weil die so super hochgepowert sind. Ich finde, das haben sie, da habe ich zumindest den Eindruck bisher, sehr, sehr gut hingekriegt, dass es immer noch eine Herausforderung ist oftmals. Oder dass man sich nicht so ganz zurücklehnen kann, wie das in vergangenen Teilen manchmal war. Ups. Weißt du, was ich meine? Also weil die einfach die Energieleisten so hoch sind, weil der Schaden ja so ein bisschen angeglichen wurde für diesen Teil. Ja, selbst wenn du so einen High-Level-Charakter hast. Ja, das stimmt. Und das finde ich schon, das ist, haben sie ganz gut gemacht. Also natürlich ist es leichter als alleine, wie immer, aber... Wie einmal verbeamt. Passiert. Vom Firelink-Schrein in den Firelink-Schrein gebeamt. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ja, das ist eigentlich auch ein bisschen lästig. Ich habe das habe ich ja auch schon erlebt. Genau das. Passiert. Verbeamen. Macht man gern mal. Und, apropos verbeamen. Was hast du gerade, ich habe gar nicht darauf geachtet, was hast du investiert? Wieder in Stärke gerade? Mother was wolltest du denn rein investieren? Ne, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen in Kondition.
Aber könnte man auch machen. Das Ding ist, dass bei mir persönlich einfach ganz oben auf der Liste steht, endlich diese ganz, ganz großen Schwerter in die Hand zu nehmen. Ja gut, ist ja auch sinnvoll. Dann ist das ein Plan, dann muss man sich ja nur darauf einigen. Und dann nicht, dass man dann wieder in Intelligenz oder so überflüssige Werte investiert, um sich geile NPCs zu holen. Weißt du, hast eben gedacht, wahrscheinlich verdammte Scheiße, die beiden Intelligenzpunkte, wenn wir die Stärke gehabt hätten, wäre das gleich ein Schlag weniger gewesen bei den Zombies. Ne? Dann wäre das entscheidende, das wäre dieses Tüpfelchen gewesen. Könnte sein. Aber guck mal, jetzt sind wir an der Stelle. Wie hast du den gemacht? Ja, ich bin ja magisch talentiert gewesen. Ach so, gut. Und deswegen war das relativ, also sehr, sehr einfach. Du musst den ja nicht kompliziert machen. Deswegen, genau. Ich kenne den komplizierten Weg, kenne ich nicht. Ich habe einfach mal gut Dings getimt. Magie. Man läuft da jetzt hier außen rum. Man will in die Tür, die direkt rechts da drüben ist. Hier sieht man sie. Da will man hin, muss man einmal außen rumlaufen. Und dieser Giant, der nervt dabei einfach. Ja. Und den will man eigentlich auch nicht unten bekämpfen, weil wenn man aufgepasst hat, ist da unten Matsche. Und es gibt keinen Rusted Ring, der die Matsche negiert. Also da läuft man sehr, sehr langsam, kann sich nur schwierig rollen und ist einfach super immobil. Und mein Weg war es hier, Pfeil und Bogen. Er ist ein bisschen cheesy, ein bisschen lame, aber irgendwie habe ich den... Ich finde das... Also ganz ehrlich, die Tatsache, dass du... Dass wir jetzt 68 pro Schuss Schaden machen aus der Distanz und der nicht so wahnsinnig viel Health hat, heißt doch eigentlich... Das ist für mich so ein Indikator dafür, ist legitim, darfst du machen. Wurde bewusst so eingesetzt. So, weil die einfach auch... Ja. Wie willst du ihn hier battlen? Du kannst immer auf seine Faust warten, aber ich glaube, das wird fast genauso lange dauern. Weil der zieht ja auch so schnell weg. Siehst du, das ist schon wieder weg. Man kann da gar nicht richtig... Man pullt ihn hier so, dass er aufsteht. Dann verpasst man ihm eine hier. Guck mal nochmal auf die Lebensanzeige. Da oben sehen wir es. 45, 48. Ja, versuch mal Kopf zu treffen. Der macht nicht allzu viel Schaden, weil der hat auch eine Rüstung. Es gibt, wenn du ihn in der Bewegung triffst, es gibt so ein paar bestimmte Frames, wenn er gerade strikt. Dann macht er dann ein bisschen mehr. Und natürlich auch die Distanz ist beim Bogen auch dann doch. Jetzt hier ist er natürlich gerade nah rangekommen. Ich weiß nicht, ob das an der Bewegung lag oder primär eben daran, dass die Distanz kürzer war. Ja, ich stehe ja auch wirklich am Limit gerade. Das kann man jetzt dann minimieren. Guck mal, jetzt dürfte er ein bisschen. Ne, 48, ne? 47. Jetzt dürfte es wahrscheinlich mehr. 48 ist hier, 710. Lebensanzeige da oben, gleich haben wir ihn. Guck mal, so lange ist das ja. Junge! Oh, shit. Ah! Den hat er nicht mehr. Die letzten Meter. Ah! Fucker! 31. Ah, nee, das reicht ja gar nicht. Gleich haben wir ihn! Der nervt, ja. Ja, ich weiß, man neigt dazu, dann so ein bisschen ungeduldig zu werden, aber. Wie gesagt, das ist für mich wieder ein Moment. Ich finde es einfach schön, dass dieses Spiel einfach eine komplett individuelle Spielweise auch einfach ermöglicht. Und dann gibt es dann vielleicht einen Mega-Speedrunner, die das dann mit Sprung nach unten, zack und Glitch oder was auch immer. Auf seiner Schulter. Ja, irgendwie so abgefahrenes Zeug, aber oh, nö, mein Gott, dazu gibt es Pfeil und Bogen in dem Spiel. Okay, so, dann hätten wir das. Wir müssen hier einmal außen rum. Hier ist wieder Captain. Dieses Timing, ey, wie häufig das passiert, ne? Dieser Milli ganz leicht davor und du denkst, ach, Lloyd's Sword Ring. Hey Lloyd, Boost attacks when HP is full. Ja, oh mein Gott. Ich spiele mit halb voller Energie, dafür gibt's leider keinen Ring. Hier ist noch so ein Pfeil. Aber das ist wahrscheinlich, vielleicht ist das eine Ecke, die man benutzen kann, wenn man den Typen hier mit Schwert irgendwie battelt.
Okay, Junge. Wir sehen uns später wieder. Ich geh hier rein. Mhm. Dann heil ich vielleicht, ne? Alles gehört, der hat sich unten noch angezündet. Herrlich. Soll ich hier oder da? Das hier, ne? Das ist nicht die Sackgasse, oder? Ja. Das ist einfach so geil, dieses Geräusch von den Priesterinnen. Ne? Ich nenne sie jetzt mal so, die fetten Fettpriester. Dieses Herrliche mit dem Stock. Oh! Mhm, da sind einige. Ja, ich glaube, das ist der letzte. Ja, ich hab's dran. Stimmt, den haben wir gesehen. Ja. Oh, oh, das ist aber nur auch das. Hab ich fast übersehen. Wir brauchen auch nicht so viel Stamina. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine Invasion gibt hier. Wir sind nämlich gerade kindelt. Ja, gute Frage. Auf jeden Fall. Nee. Ich weiß nicht, es hat ja ewig gedauert jetzt, bis wir mal. Ich meine, du bist ja schon länger jetzt kindelt. Ja, kann ja jeden Moment eine kommen im Grunde. Wir treten ja ständig hier neu an. Und hier ist. Oh, guck mal, die Dame. Wollen wir die mal. Hallo. Oh. Ja, das ist lustig, ne? Komm, drop was. Nix. Wo sind wir hier? Da, wo der Feuerfucker eben mit dem Pfeil und Bogen geschossen hat. Das ist runtergesprungen, der Typ, ne? Dann genau. Du jetzt hier unten. Ach, der ist er. Lassen wir den einfach mal. Hier geht's auch nicht, hier ist nichts, ne? Das ist einfach nur, hier findet man dieses Seek Guidance, dieses Miracle, mehr nicht, ne? Ne, das ist doch mal alles, was alles. Also wieder runter. Genau. Okay. 11.000 Seelen wieder. Ist schon mal nicht schlecht, aber es gibt natürlich noch mehr zu tun hier. Ich glaube, wenn du den Weg zurückgehst, dann haben wir noch. Ja, jetzt. Also Doppel-U. Oder vielleicht auch. Oh, Dreifach-U sogar. Das erste U. Das sieht einfach geil aus. Ja, das erste U ist das hier und ich mache das immer so. Sie atmet. Oh ja. Also sie luschert, man weiß es nicht. Ne? Ja. Sie guckt wahrscheinlich und ja. Wie so eine Austern. Ja. Wie so eine Muschel. Oh Mann. Wie kann einem so auf die Nerven gehen? Oh, der ist halt aber. Ist noch nicht ganz ausgeschlafen, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Das war. Hätte ich jetzt mehr Stress erwartet. Deep Bray Divine Tome. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht den Charakter, der das braucht. Oder doch, da waren wir schon. Theoretisch könnten wir den schon haben. Ja, ich glaube auch. Das ist, man kriegt ja alles, was so mit Wundern zu tun hat, relativ früh hier. Mhm. Also, ich glaube, wenn man die Wahl hat zwischen Wunder und Magie, würde ich jetzt fast eher sagen, es lohnt sich vielleicht eher auf Wunder zu gehen. Oder am Anfang. Weil du einfach. Aber das ist auch geil. Mit seiner Zauberkeule. Das ist sehr, 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 sehr cool. Also das, auch wenn es jetzt nicht so rüberkommt. Man muss aber auch einfach mal sagen, das sieht jetzt sehr, sehr leicht aus, alles, was du hier machst. Ne? Das ist alles nicht so leicht. Du spielst einfach sehr gut. Das muss ich einfach mal neidlos anerkennen. Zieh dir mal rein, was jetzt kommt, Alter. Oh ja, das ist wieder nichts. Das könnte auch 1:1 aus Bloodborne kommen, also, ne? Das haben die Sachen. Das Viech, ne? Ja. Irgend sowas Werwolfartiges mit Spinne und. Oh. Curse nämlich die Tante, die ist evil. Super evil. Und bei der Energieleiste sieht man, das ist doch nur ein Standardgegner. Aldrich Sapphire und Ember. Aldrich Sapphire, was war das denn? Ich hab keine Ahnung. Nie benutzt. Ja, die Spinne. Die sieht aber richtig geil aus. Ich habe sie jetzt leider. Ich dachte, die hält mehr aus gerade. Ich glaube, das konsequente auf Stärke gehen und Claymore und so machen, das ist einfach eine Sache, die. Das zahlt sich jetzt natürlich aus. Also, ich habe definitiv auch länger mit der zu. Oh! Longfinger Kirk. Doch, kommt doch eine Invasion. Das ist doch geil. Da vorne steht er. Da ist er, der Longfinger. Komm, Alter. Ich schieße ihn mal in die Füße.
In den Schritt. Oh, das war in die Torpedozone. Voll im Kopf. Ja, schön ist das. Jetzt hat er den gleichen Kopf stehen. Sieht so lustig aus. So, komm her, Junge. Was ist los? Wollen wir ein bisschen? Was ist das? Ach, warte mal. Kirk? Ne? Wissen wir, kennen wir. Captain Kirk, ist... den kennen wir. Das kannst du nicht blocken, Dödel. Komm her. Oh shit! Wusste ich nicht. Den habe ich noch, glaube ich, noch nie bekämpft. Ich dann, was nur darauf schließen lässt, dass ich ja auch immer hollow war, beziehungsweise unkindled. Ja, das ist ja auch, ich meine, du hast vorher diesen Paladin, den wir gerade gebattelt haben, und die Spinne, das sind beides Gegner, die echt nicht ohne sind eigentlich. Mhm. Und jetzt sind wir unten tatsächlich mittendrin, ihr erinnert euch an den Leuchter, oben die Dinge, jetzt sind wir mittendrin in diesem ganzen Ding. Das Problem ist nur, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal einen Safe-Spot suchen, denn unsere Zeit läuft ab. Okay. Wir haben gar nicht mehr wirklich Zeit. Also um genau zu sein, haben wir eigentlich keinen mehr. Okay. Das soll bedeuten, eigentlich müsste jetzt am besten einfach mal speichern. Ja, hier ist safe. Also ja, hier ist nichts mehr. Safe. Auf der Seite gute, sind gute, alle gute, cool. Gute, ich zeige noch einmal. Oh, save deine Mutter! Einmal gucke ich noch hier hin, weil da wollen wir eines Tages hin. Mhm. Am Ende, da ist der Altar, da geht's hoch, das ist da normalerweise, wo der Priester seine Messe hält. Das ist der Eingang, den werden wir gleich als nächstes aufmachen, aber da hinten, das ist unser Ziel. Unser Endziel, das dauert noch ein bisschen, aber wir haben ja auch noch einiges aufzumachen. Ich würde sagen, wir machen heute die Sendung mit weiter. Ja, ne? Machen wir. Ich schneide kurz die Haare und nächstes Mal Colin mit neuer Frisur. Oh Gott, darf er das nicht Quotengold bringen? In diesem Sinne. Was hättest du gerne, ist eine Palme oder so? Mach halt irgendwas. Okay.